Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Mario Kart Wii Unterhaltung und so weiter und so fort. Wir spielen heute Mario Kart Wii, ja, wer hätte es gedacht? Und wir machen mit dem Singleplayer, also mit dem Offline-Modus weiter. Und es fehlt nicht mehr viel vom 100 Kubikzentimeter Cup und wir müssen uns jetzt ganz schnell für einen Charakter entscheiden. Ene, mene, 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 mene. Gibt es eigentlich irgendwie sowas wie Random? Nee. Bei Mario Kart Double Dash könnte man, glaube ich, Random einstellen. Also, dass man dann nur X gedrückt hat oder irgendwie sowas oder irgendeinen anderen Knopf. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann konnte man. Bekam man zufällig einen Charakter zugelost. Aber hier ist das wohl offensichtlich nicht mehr der Fall. Wir nehmen jetzt einfach mal Baby Mario. Keine Ahnung. Habe ich Baby Mario schon mal genommen? Wahrscheinlich. Ist mir jetzt für den Moment egal. Und Kamiknaller. Und Manuel. Und welche Strecke nehmen wir? Ach, Moment. Genau. Spezialcup haben wir hier noch. Und. Ach, ich nehme jetzt. Den Bloodcup. Kommen wir mit den Retro-Kursen so ein ganz kleines bisschen voran. Und. Dann geht das hier auch gleich los. Keine langen Ladezeiten. Nein, das ist so toll an der Wii und bei den Nintendo-Spielen an sich, dass die Ladezeiten absolut sowas von unvergleichlich kurz sind. Wenn man das zumindest mit Dead Rising 2 vergleicht, welches ich eben gerade übrigens auch ein bisschen gespielt habe. Mario Kart ist jetzt tatsächlich also so ein ganz kleines bisschen. Ja, keine Ahnung. Es ist so dann nebenbei, um ein bisschen runterzukommen. Um sich von den ganzen Ereignissen, die jetzt durch Dead Rising 2 wieder auf meinen Kopf irgendwie eingestimmt sind, um mich davon so ein ganz kleines bisschen zu befreien und dann so ein ganz kleines bisschen nur so zu spielen und so. Und Mario Kart ist ja dementsprechend sowieso ein tolles Spiel, weil man muss hier nicht viel nachdenken. Man kann sich hier einfach voll und ganz dem Fahren widmen und fährt halt hier so ein bisschen rum und lässt sich so ein ganz kleines bisschen von den Computergegnern ärgern, aber ansonsten ist das ja nichts weiter hier. Und wir wollen relativ schnell fahren, weil je schneller wir fahren, desto schneller kommen wir hiermit auch durch. Und ja, Offline-Modus. Fehlt ja nicht mehr so viel oder so. Ich meine, okay, wenn ich einen 100 Kubikzentimeter Cup jetzt heute tatsächlich mal durchbekomme, dann haben wir quasi die Hälfte erreicht. Das ist okay. Es ist noch nicht perfekt. Blauer und Blitz in einer schönen Kombination. Und nochmal ein roter hinterher. Ja, genau. Ja, genau. Es ist schön, dass ihr mich ärgern wollt. Es ist mir egal. Heute kann mich niemand ärgern. Nein. Ja. Wenn ich eine 100 Kubikzentimeter Cup also heute durch habe, dann ist die Hälfte erreicht. Und dann fehlt ja nicht mehr viel. Habe ich jetzt. Ich habe mich wiederholt, oder? Es ist egal. Déjà-vu. Das kam mir gerade so komisch vor. So. Ja. Dann noch 150 Kubikzentimeter und dann Spiegelcup, den ja anscheinend noch kein Mensch auf dieser Welt gesehen hat. Weil das ja so unverglaublich neu ist. Also hier in Mario Kart Wii. Tut mir leid, ich komme über manche Kommentare in letzter Zeit nicht hinweg, dieses Let's Play betreffend. Es ist so ein bisschen in den letzten Videos, glaube ich, auch durchgeklungen, also man hat es heraushören können, dass ich mit einigen Leuten so ein ganz kleines bisschen auf Kriegsfuß stehe und das wird vermutlich auch der Grund sein, warum einige Leute irgendwie der Meinung sind, jetzt auf einmal mein Mario Kart Wii Video schlecht bewerten zu müssen oder so, aber das ist mir im Endeffekt vollkommen Latte, Leute. Also wer Lust da verspürt, eben Daumen runter zu geben, der soll das gerne machen, aber ein bisschen lieber ist es mir natürlich schon, wenn es einen Daumen hoch gibt, so ist es nicht. Das ist jetzt vielleicht an alle Leute, diejenigen Leute vor allem, die meine Videos relativ gerne gucken. Also es tut nicht weh, wenn man vielleicht mal auf diesen Mag ich-Button drückt, aber das ist. Ja, im Endeffekt, bla, muss dir doch nicht so wichtig sein, was andere Leute denken, und so weiter und so fort. Ist doch schön. Aber seht es mal so, ich mache diese Videos, produziere sie, stelle sie auf YouTube hoch und wenn ich ein wenig andeutungsweise so ein ganz kleines bisschen Feedback bekomme, dann ist mir das immer lieber, als wenn ich gar nichts zu den Videos bekomme. Weil dann kommt man sich immer so ein ganz kleines bisschen verloren vor. Es erinnert dann so ein ganz kleines bisschen an die Anfangszeit damals, als ich angefangen hatte, hier Videos hochzuladen und man wirklich um jeden verdammten Kommentar kämpfen musste. Oh, es war so schrecklich, ja. Damals wurde man noch nicht gemocht und man war nur so ein kleiner, unbedeutender Let's Player hier auf YouTube, der nichts konnte. Und mittlerweile hat sich daran auch nicht so viel verändert, aber zumindest gibt es mittlerweile ein paar Leute mehr, die meine Videos gucken. Ja, ich hatte jetzt für einen Bruchteil einer Sekunde überlegt, ob ich die Abkürzung zulegen will, soll, aber dann habe ich mir so gedacht, nö, der Computergegner. Also das wäre mal überraschend. Das wäre mal, boah. Eine KI, die praktisch dazu lernt, wenn diverse Tricks im Online-Modus präsentiert werden. Also wenn Leute dann ihre Geister hochladen und so weiter und so fort. Weil so war das nie im Leben von den Entwicklern damals beabsichtigt, oder? Oder ob die sich.
Oder ob die das so hingelegt haben, dass sie sich gedacht haben, ja, also, ach, ja, die Itembox stand aber auch mega dämlich. Ob die sich das so gedacht haben, ja, hier auf GBA Bowser's Festung 3, hier bauen wir eine super coole Abkürzung ein, das werden nur echte MKW-Profis schaffen, also die überhaupt zu entdecken und dann auch zu benutzen. Weiß nicht, ob das tatsächlich... Ob die das mit Absicht, diesen Abstand so hergestellt haben, dass der Sprung möglich ist oder nicht? Das ist eine sehr interessante Frage, die man den Entwicklern vielleicht mal stellen könnte, wenn man denn lustig wäre, aber... die Frage wird wahrscheinlich nie jemand stellen, weil keine Sau die Entwickler kennt, beziehungsweise niemand den Typen kennt, der genau diese Strecke, GBA Bowser's Festung 3, entworfen hat. Ich habe keine Ahnung, wer er ist, ob es auch nur eine Person war oder... Ja, ob sie immer nur eine Person dann praktisch hinter so eine Strecke klemmen oder ob... Wie funktioniert das bei den Entwicklern? Wenn sie in einem Rennspiel Strecken designen. Das ist irgendwie sehr interessant. Würde ich tatsächlich gerne mal was drüber lesen. Irgendwie. Weil ich stelle mir das sehr witzig vor. Allein das Brainstorming dahinter. Und dann, da lag ein Stern, den ich jetzt gerne eingesammelt hätte. Mist! Ja, wäre einfach mal interessant zu wissen, oder? Wie? Ja, natürlich. Birdo hat den Stern eingesammelt. Birdo Power und er zieht auf 1. Ta 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 ta. Zum Glück war das nicht die letzte Runde. Ganz ehrlich. So. Banane. Und jetzt kann ich mich wieder beschützen. Ja, wenn man da so ein bisschen Mäuschen mal spielen könnte bei den Entwicklern. Was da so für Diskussionen dann in den einzelnen Räumlichkeiten so abgehalten werden. Und die sich dann so denken, nee, die Kurve da kannst du nie im Leben machen, weil das ist absolut Banane und so weiter und so fort. Bei manchen Spielen hat man ja tatsächlich den Eindruck, dass die Entwickler gar nicht miteinander reden, weil da kommt so eine Grütze bei raus. Es ist... Also ich habe schon relativ viele Rennspiele in meinem Leben tatsächlich gespielt und bei manchen Strecken denkt man sich immer so, was haben die Entwickler geraucht, als sie den Scheiß zusammen programmiert haben? Und bei anderen Strecken denkt man sich so, ja, nehme ich so hin, ist gut. Aber das ist, glaube ich, in der Wirklichkeit fast genauso. Also ich vergleiche das jetzt einfach mal mit der Formel 1, weil da diesbezüglich habe ich zumindest ein paar Sachen schon gelesen. Und es gibt wohl einen Architekten, der in den letzten Jahren immer die neuen Formel 1 Strecken designt hat. Und der Typ hat einige Fans, aber noch viel mehr Leute, die ihn nicht mögen, weil die meisten neuen Strecken, die er irgendwie kreiert hat, voll total langweilig sein sollen. Ich weiß nicht. Mein Gott. Es ist und bleibt immer noch Formel 1. Das heißt, irgendwie 20, 22 Leute fahren für 50, 60, 70 Runden die ganze Zeit im Kreis und irgendjemand... der dann ganz vorne landet, darf sich dann freuen, weil er jede Menge Geld verdient. Aber davon abgesehen, also das ist, ja, eine sehr interessante Problematik. Kreiere die perfekte Strecke. Manche Entwickler machen es sich dann wiederum ganz leicht, wie zum Beispiel vielleicht bei Trackmania oder so, welches ich übrigens ganz gerne mal spielen würde. Mir ist erst vor kurzem bewusst geworden, dass Trackmania ja tatsächlich seit einiger Zeit für die Wii erhältlich ist. Und ich hätte es eigentlich ganz gerne mal gespielt, beziehungsweise mal gekauft. Und ich glaube, das mache ich auch irgendwann noch in nächster Zeit. Vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber dieses Jahr dauert ja jetzt auch nicht mehr so lange. Vielleicht im nächsten Jahr, ich weiß es nicht. Dann hole ich es mir und dann fahre ich da so ein bisschen rum und vielleicht hat sich auch der ein oder andere von euch dann Trackmania geholt und dann kann man so ein bisschen gegeneinander fahren. Dann beende ich mein Mario Kart Wii Let's Play und mache nur Trackmania, hahaha, oder so. Ich habe keine Ahnung. Nein, Mario Kart Wii kann ich doch niemals beenden, weil ich dann viel zu viele Leute enttäuschen würde. Es ist so ein kleiner Fluch geworden, dieses Spiel. Also, ich komme hier aus der Nummer, glaube ich, auch nicht mehr raus. Nee. Egal. Ja, was wollte ich sagen? Genau, Trackmania. Die Besonderheit bei Trackmania ist ja neben der Tatsache, dass die Kurse recht fantasievoll gestaltet sind und das Ganze ein recht flotter Arcade-Racer ist. Die Besonderheit ist ganz einfach, dass man dort einen relativ umfangreichen Streckeneditor eben auch noch hat, der in der PC-Version vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher ist als bei der Wii, ich weiß es nicht genau. Und mit diesem Streckeneditor kann man eben, oh Wunder, ganz tolle Strecken kreieren und dabei auch sehr fantasievolle Kurse erstellen. Und da trennt sich dann auch tatsächlich die Spreu vom Weizen. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nicht viele Rennspiele gehabt, die tatsächlich einen Streckeneditor angeboten haben. Bei den meisten Spielen war es dann auch immer so, dass ich mich zwar im Vorfeld richtig drauf gefreut habe, wenn dann tatsächlich mal so eine Ankündigung kam, hey yo, Streckeneditor, weil ich mir dann im Vorfeld gedacht habe, ja, da kannst du bestimmt ganz tolle kreative Sachen mitmachen und so, aber im Endeffekt war es dann so, dass ich dann doch bei diesen Spielen, bei den vorgegebenen Kursen geblieben bin, weil die Strecken, die ich selber kreiert habe, die fand ich immer... Ja, entweder sie waren zu simpel oder eben sie haben keinen Spaß gemacht, weil sie zu kompliziert waren. Also ich habe es irgendwie nie so richtig geschafft, einen gesunden Mittelweg zu finden. Das weiß ich nicht, ob mir dafür einfach die Kreativität oder die Geduld fehlt. Das ist so ein bisschen
ja, keine Ahnung. Es ist schwierig, eine perfekte Strecke zu kreieren, wo man die ganze Zeit fährt und sich so denkt, wow, jetzt macht's aber Spaß, in diese Kurve einzubiegen. Und wow, jetzt habe ich hier wieder die lange Gerade. Und wow, also, okay, nicht, dass ich jemals solche Gedanken hätte hier bei den Mario Kart Strecken, aber davon mal abgesehen. Also, eine wirklich gute Strecke zu kreieren, stelle ich mir verdammt schwierig vor. Und Hut ab an alle Leute, ob Trackmania-Besitzer oder nicht, also an alle Leute, die sich bei Rennspielen immer dahinter setzen und dann gute, fantasievolle Kurse erstellen. Das, ja, wirklich Hut ab. Wer das schafft, der verdient meinen vollsten Respekt. Mario Kart Wii hat ja auch sowas ähnliches wie ein Streckeneditor, wenn man ihn, sich besorgt. Also Custom Tracks, so nennt sich das. Sucht einfach mal über YouTube, wenn ihr wirklich absolut keine Ahnung habt, was das ist. Sucht einfach mal bei YouTube MKW Custom Tracks oder so. Da werdet ihr zig Videos finden von Leuten, die zumeist bestehende Mario Kart Wii Kurse irgendwie durch, ja, gewisse Hacks abwandeln und dann machen sie die Farben ein bisschen anders oder ändern zum Teil auch ein bisschen Streckenführung und so. Also das ist, ja, es sieht manchmal ganz fantasievoll und witzig aus, aber das ist jetzt auch nicht so meine Welt. Wer Spaß dran hat, von mir aus. Das ist ja im Endeffekt wäre schlauer gewesen von Nintendo, wenn sie gleich zu Beginn für Mario Kart einen Streckeneditor noch eingebaut hätten. Dann, ja, hätte man vielleicht als Konsument auch nicht so ein komisches Gefühl, wenn man hier alles freigeschaltet hat und so weiter und so fort. Dann seien wir mal ehrlich, Otto Normalbürger beschäftigen sich jetzt gar nicht so lange mit Mario Kart. Es ist immer wieder ganz witzig, irgendwie mit Leuten oder so zu fahren. Und online, ja, den Online-Modus. Der Online-Modus ist tatsächlich noch das Beste hier bei Mario Kart Wii, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil mit bis zu 11 anderen Spielern online unterwegs zu sein, das macht verdammt viel Spaß. Nicht zuletzt deshalb besteht mein Mario Kart Wii Let's Play ja fast nur aus solchen Videos. Und, aber davon abgesehen, wenn man eben nur so ein ganz normaler, durchschnittlicher Nintendo-Spieler ist, der sich immer mal wieder neue Spiele kauft, der wird nicht lange glücklich werden mit Mario Kart Wii. Weil irgendwann hat man eben einmal alle Cups durch und irgendwann hat man alle Strecken gesehen und irgendwann hat man eben auch alle Charaktere gesehen und freigespielt. Ja, also bis ich alles hatte, habe ich glaube ich schon mal erzählt, habe ich rund 2 Wochen gebraucht und ich habe schon relativ exzessiv gespielt. Na gut, okay. Das heißt, ein durchschnittlicher Spieler braucht vielleicht einen Monat oder noch ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Und ja, dann hat er Mario Kart Wii durch und dann fühlt er sich entweder gut oder nicht. Warum war ich jetzt... Die ärgern mich gerade ziemlich, das finde ich nicht schön. Überall, ey Leute, ganz ehrlich. Okay, ich habe zwar Baby Mario und ja, Kamiknaller ist nicht so das schnellste Gefährt auf Erden, aber trotzdem, das ist doch nicht schön. Ich meine, so schlecht fahre ich doch auch nicht. Oder so. Ja, und noch ein blauer. Ja, okay, gut. Das wiederum erklärt so ein ganz kleines bisschen, warum ich bisher nicht so wirklich vorankomme und jetzt auf Platz 7 gelandet bin. Ja, sicher, genau. Oh ja, die... Ah. Die Computerfahrer sind ja so toll. Unglaublich. Ihr seid meine Helden. Und jetzt werden sie auf einmal alle langsam. Birdo hat irgendwas am Arsch kleben? Nee, doch nicht. Er ist einfach nur rosa. So. La 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 la. Sah verdächtig aus wie ein roter Panzer. Ups. Machen die Computergegner das überhaupt hier schon? Also im 100 Kubikzentimeter Cup sich Items an den Hintern heften? Ich habe keine Ahnung. Es ist egal. Für den Moment reicht es aus, dass wir hier Platz 1 errungen haben und damit sind wir mit dem Blood Cup auch schon durch. Wir drücken weiter. Wir bewundern diesen schwarzen Bildschirm. Wir bewundern diesen schwarzen Bildschirm? Nein. Wir bewundern die Endsequenz. Wir bewundern diesen wunderschönen Blood-Pokal. Wir bewundern die Tatsache, dass der Hering 3 Sterne geholt hat. Und wir bewundern die Tatsache, dass ich den Blitzkopf freigespielt habe. Juhu! Here we go! Juhu! Und so weiter und so fort. Oh! Glückwunsch, du hast einen neuen Fahrer freigespielt. Knochentrocken. Für den Sieg im Blood Cup. 100 Kubikzentimeter. Yes. Huhu. Knochentrocken. Ta-ta-ta-ta-ta. Falls ich also jemals wieder ein Halloween-Special machen sollte, kann ich endlich einen anderen Charakter außer König Buhu nehmen. Es ist schön. Ja.